Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich. Ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. So, wir müssen jetzt Lord Cardigan töten. Ja. Und du hast ja die Möglichkeiten gesehen. Sind gar nicht mal so viele. Ich würde ihn am liebsten öffentlich zur Schau stellen. Würdest du das? Ja. Ich würde am liebsten die Gelegenheit nutzen. Die Gelegenheit für ein einziges Attentat. Die Tarngelegenheit und die Unterstützungsgelegenheit. Am besten alle drei holen. Unterstützungsgelegenheit musst du nicht unbedingt, aber... Das okay. Einzigartige Attentat würde ich schon sehr begrüßen, wenn du das holen würdest. Das wäre schon cool, ja. Ja. So, wo komme ich? Da komme ich hin. Passt. Okay. Ich würde gern oben bleiben, weil dann habe ich die bessere Übersicht. That's what she said. Ja. Oh, guck mal, da ist ein Gegner. Sorry. Echt? Ja. Wahnsinn. Guck mal, du kannst ganz nach oben. Ja, fast. Ich schätze mal, die Polizei ist dir hier auch nicht wohlgesonnen. Gesonnen? Nein. Gesonnen, ja. Aber bei uns scheint doch gar keine Sonne. Ja, deshalb ja. Wo bist du, mein Sonnenlicht? So, oh. Was? Oh, guck mal. R3 identifizieren. Wen? Minister, Vorteil. Schaltet einzigartiges Attentat frei. Richtig. Lord Cardigans Passwort stehlen. Mhm. Glaubst du, du kriegst das hin? Nein. Du schaffst das schon. Also macht der Polizist, korrupter Polizist, Vorteil, einfacher Zugang zum Parlament. Wachen werden ihm aus dem Weg gehen, den Polizisten gefangen nehmen. Oh, okay. Das heißt, da musst du aber ganz langsam gehen, ne? Ja. Das heißt, hier können wir aber gar nicht alle drei holen, oder? Doch. Warum nicht? Das war der korrupte. In der Mitte ist Unterstützungsgelegenheit. In der Mitte. Da. Genau dort. Politiker, spür Ziel auf, bis zu Lord Cardigans. Cardigans Büro folgen, mit dem Politiker reden. Wenn du mit ihm redest, dann kommst du ganz locker hin. Okay, das heißt, ich fange an mit dem Passwort. Hole es mir einfach nur, um sicher zu gehen. Wo sind wir gerade? Das da hinten. Bom, bom, bom. Ich probier's mal so rum. Bom, bom, bom. Boah, das wäre so geil eigentlich. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Da 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 da. Entschuldigung, musst du sein. Okay, da ist ein Polizeist. Polizei. Polizei. Oh Gott, Polizei. Der Polizeipreis geht an die Polizei. Was laber ich schon wieder? Weiß ich doch nicht. Lukas. Was laber Aber ich schon ich wieder? Ich fürchte, dass gleich ein Polizist das Zeitliche segnen wird. Wirklich? Wenn es doof für ihn läuft. Ich weiß bloß nicht, wo ich ihn verstecken würde. Hinter einer Säule? In der Truhe da hinten? Wow, du bist so klug. Und er starb hinter einer Säule und alles ist gut. Wo ist meine Truhe? Ach, die ist ein Stück weiter oben. Oh, was? Wo läuft der Polizist hin? Okay, woanders hin, dann ist alles gut. Okay. Wo läuft der lang? Da lang. Ah, und jetzt kannst du ihn genau bestehlen. Bestehle ihn, Lukas. Da ist die Polizei direkt da vorne. Bestehle ihn, bestehen, er steht doch. Nein, glaube ich nicht. Schade. Es ist so schade. Vielleicht gibt mir das aber genau die Gelegenheit. Es ist die Gelegenheit, die du gebraucht hast. Wie, mit Kreis, oder? Kreis, ja. Gedrückt halten. Das war dumm. Nein, jetzt steh so fertig. Ich hab ihn anvisiert. Oh. Aber kurz weg. Ja, ich bin halt nicht gut da drin. Ah. Oh. Ah. Oh Gott, hast du Glück gehabt. Hast du Glück gehabt, Lukas. Hu.
Ach du Kacke. Uiuiuiui, hast du Glück gehabt. Mann. Du, ich hör's doch die ganze Zeit. Ach, die ist im Gebäude. Ah, okay. Nein, die ist unter dir. Was macht denn der Typ da hinten? Er hat Angst vor dir. Ah, okay. Sollte mich aber überhaupt nicht sehen können. Er sieht dich auch nicht, er ist nur verängstigt, so generell. Er ist eingefroren vor Angst. Können wir mal überlegen, sehen mich die anderen? Da hinten ist noch ein Polizist. Guten Abend. Den holen wir uns einfach mal aus Sicherheitsgründen. Hopp, wo ist er? Da ist er. Wie willst du den holen? Ja, was? Wie willst du den holen? Wirst du gleich sehen. Okay. Interessant. So, und jetzt musst du dem noch bestehlen. Was wird jetzt interessant? Der bleibt da stehen, der bewegt sich nicht mehr. Ich muss nur gucken, in welche Richtung er schaut. Ja, okay, alles gut. Was? Guck einfach auf die Map, da siehst du, in welche Richtung die Polizisten gucken. Sehr still. Wieso gehst du hoch? Die Kiste ist unten. Ah, die ist im Gebäude, dachte ich. Nein. Ist sie nicht. Was auch sonst. Du bist vorhin dreimal an der Kiste vorbeigelaufen. Echt? Okay. Tada! Ach, so schön. Okay. Hattest du nicht die Wache? Nein. Nee, okay. Oh, du bist heute so vorsichtig, Lukas. Was ist los? Uns hilft immer noch nichts. Tüdü. Vergiss nicht, den anderen Polizisten gefangen zu nehmen, ne? Das heißt, du musst den Polizisten da eliminieren. Genau. Und mit dem dann... Oh, warte, nee. Mit dem gefangen genommen einfach durchlaufen. Aber ich will ja mit dem anderen reden. Also ich kann ja wenn du drin reden. Bist, kannst du mit ihm reden. Ach so, das... Oh, okay, ich hab's... Oh ja, okay. Ich bin heute ein bisschen langsam. Sehe ich. Beweg dich. Sonst muss ich mit dem Messer... Mit dem Messer geht es besser. Du solltest ihn sehr schnell töten. Oder gar nicht. Okay, der geht da hin. Ich würde ihn jetzt töten. Jetzt oder nie. Und dann genau, wenn der Polizist vorbeikommt, wieder gefangen nehmen. Oder jetzt schon gefangen nehmen. Wenn er umdreht, gefangen nehmen. Does he need help? Jetzt könnte man Ivy brauchen, ne? Ein bisschen. Die jetzt unsichtbar wird. Jetzt wird's interessant, Lukas. Und jetzt ist es verkackt. Ist aber lustig. Für dich vielleicht. Komm schon. Dankeschön. Can I fly? Fly, please, fall for fly. Au. Du. Oh, warte, ich kann ja auch von der Seite rein, guck mal. Ja, kannst du, aber dann hast du halt den. Dann hast du es halt nicht so einfach, ne? Es ist einfacher, mit dem Polizisten reinzugehen. Lass dich fallen. Okay. Noch nicht. So, wo sind hier noch Wachen? Das nachher, das passt. Du musst unten rein. Ich hatte es befürchtet. Nein. Doch. Oh. Alles easy. Geht doch. Warum willst du... Okay. Ich dachte, da sind viel, viel mehr in dem... Okay, da geht's nicht rein. Ja, das wundert mich jetzt eigentlich auch ein bisschen. Siehst du, beim Polizisten ist es halt einfach einfacher. Einfacher. Oh Mann. Warte, da ist aber irgendwo noch ein anderer Eingang. Ja, hier sind überall andere Eingänge, aber die einfachste ist mit der Polizei. Sicher?
Hast du ja gerade gesehen, wie ich mich dabei anstelle. Der geht aber nicht mehr. Ja, ah, doch, geht. Da ist er noch. Wenn du es schaffst, ihn gefangen zu nehmen, dann kommst du endlich rein, ne? Am besten keinen von den zwei Polizisten töten. Und dich nicht von denen sehen lassen. Das wird interessant. Ja, wird es. Das ist ja schon die ganze Zeit. Oh. Guck mal, die drehen sich da um. Das heißt, ich kann eigentlich... Ha! Ihn da gefangen nehmen. Aber ja, du solltest das machen. Nicht noch einen Zyklus warten. Was machst du? Wenn er da rausgeht, drehen sich die zwei Wachen... Nein. ...um. Oder sie gehen... Doch, sie gehen nämlich ein Stück... fuck. 10 Stunden später. Verstehe. Ja, sie schauen in die Richtung. Wer sind das? Ach, egal. Das ist irgendjemand. That is no one. So, jetzt gehen die raus. Er geht rein. Mhm. Dann dreht er sich um. So, jetzt müssten sich nämlich die Wachen gleich umdrehen. Das wird nicht klappen. Dreht euch um! 2, 3, 4 und sie sind wieder umgedreht. Fuck. Das funktioniert jetzt nicht, ne? Ich hätte es echt nicht üben müssen. Genommen. Ja, ich dachte, das wäre gedrückt halten. War's nicht. Warte. Andere Taktik. Oh, ich heul gleich. Ich glaube, wenn ich es jetzt neu starten würde, würde ich schneller machen als du. Ja, und? Was denn war das jetzt? So, da ist noch. Ja, ist auch noch ein Eingang. Ja, dann geh da rein. Ich bin der festen Überzeugung, dass das einfacher ist. Für mich. Jetzt ja, weil du hast keine andere Möglichkeit mehr. Hättest du hier drin frei rumbewegen können. Da vorne ist der Politiker, ne? Mhm. Von wegen, der andere Weg war einfacher. Wo willst du hin? Komm ich darüber? Nein. Ja, bestimmt. Ich frag mich echt, wo du hin willst. Wirst du gleich sehen. Nein, du willst... Okay, ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr, ne? Hast auch gemerkt, dass es nichts hilft. Ja. Okay, passt. Mhm. Also, wo steht die Wache? Da hinten, okay. Alles gut. Mhm. Alles gut. Beweg dich! Bleib doch stehen! Hallo? Jetzt hast du es verkackt. Soll das lustig sein, Freundchen? Ja. Wenn ich hier fertig bin, wird sich jemand bei Mama ausheulen müssen. Ich hab das System gleich noch nicht. Sprech! Okay. Lassen Sie das, Freundchen, oder es gibt Ärger. Oh, ist er knapp. Schaut ihr mich so an? Ich stehe hier nur. Natürlich. Komm schon. Verzeihen Sie, Gentlemen. Sergeant Freddy Everline von Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Oh, ja, es ist hier entlang. Folgen Sie mir, Sergeant. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Parlamentskollegen zu lüften, nicht wahr? Ich hab ihn! Nein, hast du nicht. Ich will sehr diskret sein. Fuck. Normalerweise Fuck. Hätte ich mich verkleidet, aber meine Kleider sind in die Themse gefallen. Sorry, aber da ist mir keine andere Wahl. Aha. Da. Du! Wir haben einen Eindringling! Haben wir nicht.
Warum sehen die mich? Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Antwort drauf. Hallo? Du hast doch eigentlich eine Waffe, dachte ich irgendwie. Naja, gut. So, können wir weitergehen? Dankeschön. Da kommen noch ein paar. Das war nicht Kirkkopf. Oh, er hat Angst vor dir, Lukas. Was machst du? Ich bin harmlos. Was guckst du so? Wenn er jetzt. Okay, er hat sich beruhigt. Alles gut. Wenn du das sagst, schubst ihn mal ein bisschen, damit er weitergeht. Versteck dich. Versteck dich. Ja. Versteck dich. Well, this is fucked. Der wird sich nicht weiter bewegen, Lukas. Ich habe die Befürchtung, ja. Jetzt darfst du den Kollegen alleine finden. Wird schon gehen. Ja, wahrscheinlich, weil ich angegriffen habe, ohne darauf zu warten, dass sie mich angreifen. Ja, lalala. Tatsächlich. Ja, yep. Gut. Hey, ain't moving no more. Er ist schon lange weg, also alle zurück. Okay, worauf wartest du? Darf das sich beide umdrehen? Sind sicher überhaupt, dass der Gegner da ist? Dass dort Lord Cardigan ist? Nope. Ich meine ja nur, der grüne Weg geht da lang, deswegen. Deshalb habe ich jetzt nämlich auch die da hinten. Haha. Nämlich beschäftigt. Beschäftigt. Okay, geh einfach rüber. Geh einfach vorbei. Was ist das Passwort? Passwort geben. Kennwort. Balaklava. Bitte. Dieser Papierkram bringt uns noch alle ins Grab, was? Gebt mir ein stolzes Ross und einen Säbel und diese Regierung liefe so glatt wie die Hände, Regatta. Aha. Ah, was sein muss, muss sein. Mal sehen. Okay. Hier unterschreiben. Nein, verdammt. Nun dann, diskutieren wir das wie... Gütiger Gott! Wer verdammt nochmal... Oh, hören Sie auf. Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe, denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch.
ja. Tja. Das sagt genau Jacob. Ups. Ja. Ja. Oh, jetzt musst du entkommen, ne? Aus dem Parlamentsgebäude entkommen. Schauen wir, ob es vielleicht einen anderen Ausweg gibt. No. 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 Du hast rechts eine Rauchbombe. Mhm. Der wird sich zu dir umdrehen. Der ist der Einzige im Raum. Ach, meinst du wegen den Gift? Ja, genau. Ach so. Der würde nicht rausstürmen. Die zwei sind genau zum Eingang. Ich würde den, genau den Level 8er vergiften. Nice. Der sieht dann nämlich die 2 und dann geht er auf die los. Im Optimalfall. Warte, ich bereite mal ein bisschen was vor, ne? Ja, ja. So, in dem Fall. Achso, nee, warte, den haben wir ja schon, ne? Alter! Alter! Der haut rein, hey. Ja. Der haut richtig, der haut richtig rein. Ja, und den anderen muss er einmal noch schlagen. Dann hat er ihn. Jetzt muss er ein bisschen warten, bis er drauf geht. Genau. Der läuft eh in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, ich bin's. Nein, ich bin nicht safe. Und der ist weg. Okay, alles gut. And he's gone. Wieso bist du da? Ich glaube, da links ist ein. Ja, genau, wo du lang gehst. Entschuldigung. Was war das? Da ist sein Ausgang, habe ich das Gefühl. Ich auch. Ah, da. Wer lesen kann, ne? Mhm. Hier ist der Ausgang. Ah, ja. Einfach L1, L1. Hatte ich vor. Keine Sorge. Schön. So. Oh ja. Man kommt doch von hier immer so schön weiter. Kommen wir da hin? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Warte, lass mich erstmal schauen, wo das rote. Das Gebiet ist nicht so groß. Du hättest es einfach nur reinzoomen müssen. Ich glaube, das ist eh nicht so. Das ist eh wahrscheinlich kürzer. Okay. Ich hoffe es zumindest. Sagen wir es mal so. Da ist die Themse. Yo. Nope. Du musst normal runterklettern. Parkour down. Parkour down. Das kriegen wir, glaube ich, hin, oder? Ja. Schon. So, dann muss ich jetzt nur noch. Ah, komm schon. Und reicht das schon? Ja, das reicht. Aber genau. Okay. Ui. Oh, da gibt's auch einen Haufen Geld und. In der Politik ist alles erlaubt. So, und jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine Zwischensequenz. Jupp. Also drück jederzeit auf Fortfahren, wenn du willst. Fortfahren! Hoppala, nicht umkippen.